So, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, viel neues Publikum bei uns, bei dieser Ausstellungseröffnung und bei dieser dritten Ausgabe des DAE. Das ist natürlich eine Freude. Viele von Ihnen kenne ich nicht, Sie kennen mich vielleicht auch nicht. Ich bin der Leiter des Hauses, Simon Fubiaux ist mein Name. Und wir feiern heute zum dritten Mal den Tag der spanischen Sprache. Den Tag von allen, die Spanisch sprechen, über die Welt. Das sind fast 500 Millionen. Das ist der absolute Läufer. Spanisch, zweite Weltsprache nach Englisch. Und seit 3 Jahren feiert das Instituto Cervantes weltweit in allen Zentren in 44 Ländern diesen Tag der spanischen Sprache zusammen mit anderen Institutionen der spanischsprachigen Gemeinde. Wir haben hier nochmals grüßlich Enrique Hidalgo, der spanischen Generalkonsul in München. Wir haben das Centro Chileno unter der Rezeption. Wir haben die Deutsch-Spanische Gesellschaft, mit der wir immer wieder hier sehr fruchtbar zusammenarbeiten. Wir haben das Spanische Fremdenverkehramt und natürlich viele und viele Leute, die regelmäßig oder gelegentlich zu unseren Veranstaltungen kommen. Ich begrüße Sie hauptsächlich auf Deutsch, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen von Deutsch sprechen. Wir haben eine simultane Übersetzung. Patricia Rivas-Loro, wie immer, übernimmt die Aufgabe, meine Stimme und die Stimme der Teilnehmer sie in der jeweiligen Sprache zu vermitteln. Ich bedanke mich nochmals sehr herzlich bei den Organisatoren des 20. Comic Fest in München. Also das ist beachtlich. Also Respekt von meinerseits. Wir sind auch genau 20 Jahre alt. Das ist Instituto Cervantes, eine relativ jüngere Institution. Herr Lünster, Herr Kompa, also herzlichen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit, die erst heute anfängt, aber über eine Woche weiterläuft. Und ich begrüße den heutigen Gast aus Galicien, Spanien, Dani Montero. Muchas gracias, Dani, por estar aquí. Sie haben wahrscheinlich schon die Ausstellung Sin Mirar Atrás im Treppenhaus genießen können. Das Kultur, also der Kultursaal ist besetzt von einer anderen Ausstellung, wie Sie sehen. Das ist eine Kooperation mit dem CSIC, mit dem Centro Superior de Investigaciones Científicas in Madrid und der Max-Planck-Gesellschaft, die wir am Dienstag eröffnet haben, sodass wir 2 Ausstellungen auf einmal haben. Darüber hinaus gibt es ein breites Programm, auch am Nachmittag mit 2 Gitarrenkonzerte. Die Bibliothek ist offen für Sie, wir haben ein Programm für Kinder. Wir möchten, dass jeder in jedem Alter also einfach seine oder ihre Veranstaltung heute findet. Aber zu heutigen nochmals Dani Montero, mit Hilfe der Organisatoren des Filmfest, seine Teilnahme, des Comicfest, verzeihen Sie, ein bisschen ausführlicher erläutern und mit einer wunderbaren Präsentation auch sein Werk auf Deutsch verfügbar sind, aber auch Exemplare hier. Ich gebe dann das Wort an Herrn Lützer, Herr Kopper, Dani, an die 3 Protagonisten. Vielen Dank, dass Sie die Stelle zur Verfügung, falls Sie nach der Veranstaltung noch Fragen haben. Und vielen Dank, dass Sie hier sind. Nochmals genießen Sie bitte. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch sehr, sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu so doch noch relativ früher Stunde zahlreich erschienen sind. Und es ist ja heute auch reichlich Konkurrenz in der Stadt. Und da sind wir natürlich besonders froh, dass Sie heute hier sind. Wir möchten uns noch ganz, ganz herzlich beim Instituto Cervantes bedanken. Wir haben die Ausstellung gestern und heute vorbereitet und die Unterstützung hier beim Personal des Hauses, die war sagenhaft. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese schöne Location hier benutzen können für diese Ausstellung und freuen uns auch sehr, Teil der ganzen Sache sein zu dürfen. Das Comic Festival startet am 23.06. Bevor wir es vergessen, am Abend vorher, am 22.06. um 20.30 Uhr ist die Vernissage im Künstlerhaus und Sie sind da auch alle sehr herzlich zu eingeladen. Ich würde uns sehr freuen, wenn Sie da erscheinen würden. Und ja, ich gebe nochmal kurz das Wort an Herrn Kompa, mit dem leite ich gemeinsam das Comic Festival. Ja, vielen Dank. Wir sind wirklich sehr froh über die Partnerschaft mit dem Institut Cervantes. Wenn man sich die T-Shirts anschaut, das sind ja quasi hier auch alle Sprechblasen und Comics. Also insofern muss man sagen, da sieht man, dass das Comic Festival hier gut aufgehoben ist und hier hingehört. Wir möchten uns auch nochmal ausdrücklich beim spanischen Generalkonsul in Iran zu bedanken, der uns wirklich auch sehr, sehr tatkräftig unterstützt hat. Und natürlich freut es uns auch eben, dass der Dani heute schon zum DAE hier ist. Es werden ab Mittwoch auch noch viele andere spanische Künstler bei uns anwesend sein. Es wird im Münchner Künstlerhaus eben eine weitere große Spanien-Ausstellung geben mit großen spanischen Comic-Künstlern, wie Michelangelo Prado, Juanjo Guarnido. Und die Künstler werden eben auch
hier für Künstlergespräche im Instituto Cervantes zur Verfügung stehen. Die Termine können Sie unten am Fuße der Ausstellung sehen. Darüber hinaus sind die Künstler eben auch jeden Tag bei uns für Signieraktionen zur Verfügung, signieren ihre Bücher, machen eine wunderschöne Zeichnung. Ebenso auch der Dani wird im Anschluss an das Gespräch, wenn Sie sich für sein Buch interessieren, ihm sicherlich gerne Zeichnungen und Signaturen machen. Aber jetzt wollten wir, glaube ich, ein bisschen darauf eingehen, wie wir den Dani kennengelernt haben. Ich wollte kurz noch zu sagen, wir präsentieren ja auch heute gleichzeitig exklusiv die deutsche Ausgabe, die erste Auslandsveröffentlichung von Dani Montero, die ist bei der Edition 52 erschienen. Daneben gibt es auch eine spanische und eine galizische Ausgabe und Herr Kompa und ich werden das große Privileg, für diese Ausgabe auch ein Vorwort zu verfassen. Und das Vorwort beginnt mit den Worten: Michelangelo, Rado, begann alles, fing alles an. Und wenn Michael jetzt erzählen, warum das so ist, und der Dani wird das Buch mal eben, wo es genau ist. Ja, tatsächlich wollen wir Ihnen ein bisschen kurzen Abriss geben, wie wir beim Film Comic Festival zu dem Thema Comic Gastland Spanien gekommen sind und wie wir eben auch Dani Montero kennengelernt haben. Und das fing eben alles an mit dem großen spanischen Comiczeichner Michelangelo Prado, der letztes Jahr für einen Tag in München war. Und als dann Michelangelo Prado dann überraschend früher in München angekommen war, als er angedacht war, hat mich sein Verleger angesprochen, hat er gesagt, ja, Michelangelo ist schon da, was kann ich jetzt mit dem machen? Irgendwie muss ich den auch beschäftigen und dem was von München bieten. Und ich kenne ein gutes brasilianisches Lokal, wo man hingehen kann. Und dann habe ich auch gesagt, ja, gut, das ist ein Spanier, der nach München kommt. Mit dem geht man ja nicht zum Brasilianer. Insofern sind wir dann mit Michelangelo in den Biergarten gegangen. Michelangelo Prado war auch sehr beeindruckt von den großen Biergläsern bei uns. Wobei, das war Dani gestern auch schon. Dazu muss man sagen, der war schon bei den Halbliter-Gläsern beeindruckt. Und ja, insofern sind wir dann ins Gespräch gekommen mit Michelangelo Prado. Prado hat uns erzählt, was für uns auch eine neue Information war, dass er das zweitgrößte Comic-Festival in Spanien, in A Coruña, leitet. Und hat uns eben, als die Leiter des zweitgrößten Comic-Festivals in Deutschland, als die Leiter des Münchner Comic-Festivals, eben eingeladen, dass wir das Festival in A Coruña besuchen. Das haben wir dann auch sofort gemacht, sind letztes Jahr im August nach A Coruña gefahren. Und ich glaube, hier sehen wir jetzt schon einige Impressionen von A Coruña. Ja, die Bilder schauen garantiert ein bisschen wild hinter uns herum, aber das fördert die Sache vielleicht. Sie wollen jetzt ein paar Impressionen von uns möglich. Sie sehen im Hintergrund ein paar Impressionen vom Festival. Wir waren schwer beeindruckt, als wir in A Coruña ankamen. Die ganze Stadt war comic-mäßig geschmückt. In der ganzen Stadt standen überall Comicfiguren rum, richtig plastische Charaktere auf einem Dach. Stand Batman, an einer Säule kletterte Spider-Man hoch, habe ich Batman sogar Batman getroffen. Getroffen ja, ohne dass ich das gewusst habe. Das ist der Wahnsinn. Den treffe ich jetzt noch. Irgendwo kletterte Spider-Man hoch. Genau. Jetzt ist das mal. Clever und smart, könnte ich auch sagen. Ja, da sind ja auch clever und smart. Dann habe ich hier Black Sails und Guerrero. Da kann man natürlich auch tolle Fotos von machen, Hellboy. Und das war natürlich schon gebracht, dass die ganze Stadt comic-mäßig hergerichtet war. Und die Stadt war auch noch gleichzeitig voller Festivals. Es gab ein Folklore-Festival, wo sich alle spanischen Regionen vorstellten auf das Thema. Und man konnte doch wunderschöne Fotos machen, aber es war aber keine Gaudi-Veranstaltung, sondern da sind auch clever und smart. Es war keine reine Gaudi-Veranstaltung, sondern es war natürlich auch eine hochkarätige Kulturveranstaltung für das Eisenherz hier vom Rathaus von Barcelona. Und wir haben dort tolle Tage erlebt und auch viel, viel Inspiration für unser eigenes Festival gefunden. Und Sie haben erst vielleicht kurz die Landkarte gesehen. A Coruña liegt etwas oberhalb von Santiago de Compostela. Das ist das Endziel des Jakobsweges. Dort holen sich die Pilger dann ihre Urkunde ab und werden auch die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Und das war natürlich auch beeindruckend, ne? Ja, das war wirklich ein sehr ergreifendes Erlebnis nach Santiago de Compostela zu kommen. Und tatsächlich saßen wir dann dort auf der Kathedrale von Santiago de Compostela zusammen mit den spanischen und internationalen Gästen und plötzlich haben wir gesagt, wir haben hier so viele internationale und spanische Künstler, die beieinander sitzen und in Deutschland ist leider so wenig bekannt über die spanische Comic-Szene. Warum machen wir nicht Comic-Gastland Spanien? Und ja, dann waren wir plötzlich bei dem Thema und haben uns bewusst
noch stärker unter dem Fokus, dass wir Spanien halt stärker ausstellen möchten beim Comic Festival, auch die Ausstellung angeschaut. Hier sieht man uns nochmal auf dem Dach, also auch fast mit Punktlandung. Und haben dann in den Ausstellungen auch Dani Monteros Ausstellung entdeckt. Wobei ich muss noch einen kleinen Sprung zurück machen, wenn Sie das Plakat gesehen haben, das im Eingangsbereich ist. Da sehen Sie natürlich auch, wir haben bewusst vier Themen gewählt bei den Plakaten vom Comic Festival München. Ein Plakat sind die Festivalleiter in Santiago de Compostela. Wenn Sie auch daran Interesse haben, am Stand auch eine Punktlandung. Man muss nur langsam reden, irgendwann kommt das dann. Am Stand von Instituto Cervantes unten, wo Sie diese wunderbaren Devotionalien vom Instituto Cervantes bekommen, können Sie auch gerne Plakate von uns bekommen, sofern Sie sich jetzt trauen, die Festivalleiter bei sich zu Hause aufzuhängen. Wir würden Sie auch gerne signieren. Müssen Sie aber nicht. Wir tun es aber gerne. Okay. Nein, aber mit der Frage Vorrede, wir sind dann nach Santiago de Compostela sehr bewusst durch die Ausstellung gegangen in A Coruña. Wunderbare Ausstellung, verteilt auf die ganze Stadt, klasse aufbereitet und große Meister. Aber was uns fast am stärksten beeindruckt hat, war eine Ausstellung mit Nachwuchszeichnern. Und da hatte der Dani einen sehr großen Teil dieser Ausstellung, was einfach damit zusammenhängt, dass der Dani 2009 den Premio Castelao, also den Nachwuchspreis dieser Region als bester Nachwuchszeichner bekommen hat und dadurch halt eben sein Werk Samira Atras dort präsentieren durfte. Ja, besonders beeindruckt hat uns dort, dass die Reihzeichnungen, dass die eigentlich noch lockerer aussahen als die Vorzeichnungen. Das ist eigentlich eher nicht üblich. In der Regel ist es bei Comics so, wenn man die Skizzen sieht, das hat dann so einen Drive, das hat eine Natürlichkeit und wenn das später dann, um da die druckfertige Fassung draus zu machen, nochmal nachgezeichnet wird, dann wird das glatt gebügelt, dann geht sehr, sehr viel verloren. Das ist bei Dani keineswegs der Fall. Also der hat die Lockerheit sich auch in seinen Reihenzeichnungen rübergerettet. Das kann man teilweise auch in der Ausstellung etwas nachvollziehen. Und da waren wir schon selbst gesagt, also da waren sonst auch tolle Zeichnungen, aber das ragte für uns da ziemlich heraus. Das haben wir uns gemerkt. Und dann hat sich das so ergeben, wir machen jetzt hier auf dem Comic Festival eine große Verlagsmesse, die findet dann statt im Festsaal des Künstlerhauses und dort in A Coruña gab es halt auch eine sehr, sehr locker angeordnete Bubenstadt, wo viel los war, wo man sich begegnete, wo es viel Spaß machte, das war dann mediterran, das war sehr, sehr schön und mit einmal standen wir am Stand vor Dani Monteiro, kamen ins Gespräch, haben uns beide auch gleich einen seiner Comics gekauft und waren auch sehr begeistert, haben uns Zeichnungen reinmachen lassen. Sie können sich nachher auch, wenn Sie hier einen dieser Comics erwerben, von Dani Monteiro eine Zeichnung in den Comic reinmachen lassen. Wir waren schon mal sehr, sehr entzückt, weil hier die Hauptfiguren, Herrchen und Hund, die haben so was Niedliches gehabt, so ein bisschen ja, Disney-mäßig würde jetzt, das geht vielleicht so weit auf eine eigene Art und Weise, war das irgendwie knuffig und nett und haben uns sehr daran erfreut. Und als wir dann nach Deutschland zurückkam und als sich das ergeben hat mit Gastland Spanien, da dachten wir, das wäre doch schön, den Dani Monteiro hierher einzuladen. Das wäre auch schön, wenn wir für den Dani einen deutschen Verleger finden würden. Und wir sind befreundet mit den beiden Besitzern der Edition 52, Thomas Schützinger und Uwe Gaske. Und so kam eins zum anderen. Wir haben denen dann eins unserer Exemplare zugeschickt, eins dieser Exemplare, wo Dani auch was reingezeichnet hat. Denen hat es auch gefallen. Wir wussten aber überhaupt nicht, worum das geht. Es hat einfach der Comic gefallen. Dazu muss man sagen, wir haben auch, weil wir das nicht wussten, aus Versehen auch noch die galizische Fassung erwischt. Da war es noch schwieriger, das dann überhaupt übersetzt zu bekommen. Ja, genau. Und wir haben es dann jedenfalls übersetzt bekommen und dann wir waren nicht erschrocken, sondern die Geschichte ist eigentlich ganz schön düster, ganz schön hart, aber das gibt der Sache noch eine zusätzliche Dimension, mit der wir so auf Anhieb nicht gerechnet haben. Klar, es gibt rote Einschübe, da hat der Verlag nicht mit Schwierigkeiten gehabt. Es gibt immer mal wieder so kleine Gewaltausbrüche, es gibt Einzelbilder, die in Rot zwischen die schwarz-weißen Zeichnungen gedruckt werden und da hat der Verlag erst gedacht, das kriegt er wirtschaftlich nicht geschwemmt. Gott sei Dank hat er das gemacht und auch die deutsche Ausgabe ist sehr, sehr schön geworden.